Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von Aero4 Computer. Letzte Woche gab es ja den Felix mit den GTA 5 News, also für die PC-Version, was sich da alles getan hat, welche Systemanforderungen und so weiter und so fort. Und heute geht das Ganze um das Thema, also wieder ein Tutorial nach sehr langer Zeit, wie bekomme ich meine Musik vom PC auf meinen MP3-Player oder auf mein Smartphone. Ich zeige euch das Ganze jetzt mit der Basis von Windows 8.1. unter einem Android-Smartphone, hier mal ein Samsung Galaxy Note 3. Und ich wünsche euch damit jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich verziehe mich jetzt an den PC und vielleicht hört man sich ja nachher nochmals. Tschüss. Willkommen zurück auf meinem Rechner. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet, und zwar einmal braucht ihr euren Arbeitsplatz seit Windows 7, heißt es glaube ich, PC. Und ihr braucht euren Verzeichnis, an dem ihr eure Musik abgelegt habt. Ich habe mein Handy jetzt oder mein MP3-Player schon mit dem PC verbunden. Ich denke mal, das brauche ich euch nicht erklären, wie das funktioniert. Wir gehen dann einmal zu unserem Pfad, an dem die Musik ist. Ich habe hier jetzt mal 109 Elemente in dem Ordner. Ich kann hier jetzt einzelne Tracks auswählen. Ich kann aber auch mehrere mit der Tastenkombination STRG und A auswählen. Wenn ich den ganzen Ordner auswählen will, weil mir alle in dem Ordner gefallen, kann ich entweder ja den kompletten Ordner rüberziehen oder ich kann auch die kompletten Dateien, also die kompletten 109 Elemente hier in dem Ordner mit der Tastenkombination STRG und A kopieren und kann die dann auf meinen MP3-Player ziehen. Ich mache das hier mal. Hier müsste hoffentlich auch noch ein Ordner zu sehen sein, wenn es hier fertig geladen hat. Dann kann ich entweder Rechtsklick machen und sagen Kopieren oder ich nutze die Tastenkombination STRG und C. Gehe dann in den Ordner auf meinem Smartphone oder MP3-Player. Kann dann entweder Rechtsklick sagen Einfügen. Oder wer gerne mit Tastenkombination arbeitet, STRG und V für Einfügen. Hier wird bei Smartphones heutzutage gewarnt, möchten Sie hier Dateinamen einfügen, vor dem Kopieren auf das Gerät konvertieren. In den meisten Fällen reicht es eigentlich, wenn man sagt, nein, nur kopieren. Ich weiß nicht, in welches Format der hier konvertieren will. Müsste schon MP3 sein. Schauen wir einfach mal nach. Okay, er will es wahrscheinlich in MP3 konvertieren. Ist jetzt hier M4C. Macht aber nichts. Dann kann ich sagen, nein, nur kopieren. Und dann fängt er hier auch an, die Musik zu kopieren. Und ja, wenn ihr dann damit fertig seid, ist die Musik auf eurem Smartphone drauf. Könnt ihr sie anhören oder auch auf eurem MP3-Player. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich jetzt gleich nochmal vor der Kamera und dann war es auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Tutorial jetzt gefallen und hier noch eine kleine Ankündigung. Ab diesem Freitag wird es Let's Plays geben. Zu was will ich noch nichts verraten, schaut doch einfach auf Facebook dann am Freitag ab 13 Uhr vorbei. Oder hier auf dem YouTube-Channel von Aero4 Computer. Bis dahin, euer Aero4 Computer Team. Macht's gut. Tschüss.